Wir haben heute dann einstimmig beschlossen, ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten gegen Herrn Dr. Maaßen und haben ihm mit sofortiger Wirkung auch die Mitgliedsrechte entzogen. Das ist ein Beschluss, der sofort wirksam wird mit der Zustellung, die dann heute oder morgen stattfinden wird. Herr Maaßen wird also dann ab sofort auch nicht mehr Mitglied der CDU Deutschlands sein. Der Beschluss, ein Parteiordnungsverfahren mit dem Ziel des Ausschlusses gegen ihn einzuleiten, muss entschieden werden dann vom Kreisparteigericht in Erfurt. Wir gehen davon aus, dass Herr Maaßen diesen Beschluss dann auch nicht akzeptieren wird. Das mag so sein. Aber wir haben es heute insbesondere aufgrund seiner letzten Äußerungen, wo er uns einen linksgrünen Kurs vorwirft, wo er die Ideologie der sogenannten, ich zitiere, Antideutschen auch bei uns sieht. Das ist ein Sprachgebrauch, den wir hier nicht akzeptieren. Insbesondere das auch dahinterstehende Gedankengut hat in der CDU Deutschlands keinen Platz. Der Beschluss, wie gesagt, ist einstimmig erfolgt, ohne Enthaltung, ohne Gegenstimme. Und die gesamte Diskussion, einschließlich der Darstellung der juristischen Lage durch unseren Prozessbevollmächtigten, hat weniger als 10 Minuten gedauert.